Neustartplatz 15. Ich hoffe nicht, dass Hückenberg noch irgendwie vor uns kommt. Der startet nämlich, nehme ich mal an, von der 20. Der hatte in Q1 einen Totalschaden. Aber ja, auf gelben Reifen habe ich es überhaupt nicht geschafft, in Q3 zu kommen. Aber lieber freie Reifenwahl in Spa. Und damit hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Spa. Ja, Leclerc hat uns einen Punkt abgenommen. Wir haben Hülkenberg 2 Punkte abgenommen. Im direkten Vergleich noch 2 Punkte, dann haben wir Hülkenberg geschlagen. Wir brauchen keine 1200 Ressourcenpunkte mehr. Beim teaminternen Duell gab es 500 Ressourcenpunkte, ne, wenn man es gewinnt. Ich glaube schon. Und wir haben noch 2 Punkte Vorsprung vor Leclerc. Ist wirklich ein toller Anreiz. Wenn man den Teamkollegen oder den Konkurrenten schlägt, dann gibt es extra Ressourcenpunkte. Finde ich super. Also, jetzt keine 1000 Punkte mehr entfernt von den 7000 Ressourcenpunkten. Pech im Qualifying. Das ist zwar nicht ideal, aber am Samstag gibt es noch keine Punkte. Kühlen Kopf bewahren und im Rennen richtig durchstarten. Danke, Emma. Aber das klang vom Qualifying etwas anders. Hohe Erwartungen und so. Aber das ist gut, dass sie das sagt. Wohl Pech war es nicht wirklich. Es war einfach zu langsam auf gelben Reifen. Hoffentlich hast du dich ausgeschlafen. Denn heute wird's ernst da draußen. Pass auf, wenn du in die Box fährst. Ja, ist ein guter Hinweis. Pass auf, wenn du die Box fährst, habe ich schon im Training was geleistet. Und überhaupt, da kann man sehr schnell die Nase verlieren. Nase verlieren, Nase verlieren. Wichtiges Thema. Gut, Teile werde ich nicht wechseln bei Startplatz 15. Ich will ja noch nach vorne. Hülkenberg wird nicht alle Teile wechseln, glaube ich nicht, aber mal schauen, ob er ein paar Strafplätze bekommt. Ich glaube es ja nicht. In den 48 Rennen in Spa zwischen 1950 und 2015 startete der Sieger des Rennens nur ganze 16 Mal von der Pole Position. Das Qualifying von gestern bestimmt zwar die Startaufstellung, doch der große Preis von Belgien ist nach wie vor für eine Überraschung gut. Wie heißt es doch so schön, es kann alles passieren und üblicherweise tut es das dann. Und so treffen wir uns auf dem Circuit des Spa-Francorchamps wieder. 19 Kurven, 9 rechts und 10 links und eine Länge von 7 Kilometern. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit bei trockener Fahrbahn beträgt hier 233 km/h, was die Strecke zu einer der schnelleren im Kalender macht. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Vettel, Max Verstappen und Ricardo. Ocon, Perez, Magnussen und Romain Grosjean. Leclerc, Alonso, Lance Stroll und Eriksson. Der Eismann, Van Dorn, Pierre Gasly und Brandon Hartley. Sirotkin und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Ach, Hülkenberg, du Trottelkopf, nimm doch neue Teile. Spar dir jegliche Überholversuche in Kurve 1, die ist viel zu eng. Konzentrier dich auf eine saubere Ausfahrt, damit du ordentlich Speed auf die Gerade bekommst. Ich habe im ersten Moment gedacht, dass er sagt, spar dir jegliche Kommentare zu Hülkenberg und dass er keine Teile gewechselt hat. Aber ja, wir sollten uns auf unser Rennen konzentrieren. Regnen soll es nicht, es soll durchgehend ein Wolkenbild geben, zumindest in der Vorhersage. Ja, Reifenabnutzungsfaktor war bei 1.00 im freien Training, das sieht man hier. Jetzt ist die entscheidende Frage für mich, werde ich auf den gelben Reifen starten? Ich denke nein, auch wenn ich womöglich von ein, zwei Autos überholt werden sollte, wenn ich auf weißen starte. Ich kann die Reifen einfach überhaupt nicht ausfahren. Ich bin auch auf der 15 gerade da, mitten im Getümmel. Womöglich fahren mir die Haas und Force India weg. Die stehen nämlich ganz schön gut da.
aber ich kann jetzt nicht von der 15 aus Jagd auf gelben Reifen auf die beiden Teams machen, die hier ihre Vorteile haben und weiter vorne stehen. Dann habe ich im letzten Stint nur die weißen Reifen und muss mich dann eher verteidigen, als selbst anzugreifen. Zum Überholen werde ich auf dieser Strecke Vorteile brauchen. Heißt, in den Kurven nah ranfahren und dann bei den Ausgängen mit weicheren Reifen, so wie in Silverstone, nach vorne kommen. In Silverstone hatte ich Glück, dass ich noch in die Punkte gekommen bin, aber hier werde ich es ebenso machen. Auf den härteren Starten wird ein ganz schwieriger erster Stint. Ich hoffe, ich kann mich da gut halten, aber so werde ich es angehen. Also fahren wir die ersten 12 Runden auf den Weißen. Wir haben nur noch einen Satz der weißen Reifen, deswegen muss ich hier umstellen, damit ich hier auswählen kann. Vielleicht kann eine Runde eher kommen. Ich mach's erstmal so. Keine anderthalb Zehntel langsamer. Ich denke nicht, dass hier berechnet wird, dass ich im ersten Stint Verkehr haben werde. Deswegen sollte in der Theorie diese Strategie jetzt schneller sein. Da, ja. Gut. Frontflügel 5. Und hinten kann ich nichts verständern. Verändern. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch tanken. Und zweite Benzingemisch brauche ich auf jeden Fall zum Vorbeifahren. Aktuell 26,6 die Zeit, bis wir im Ziel sind. Gleich mal 5 Sekunden langsamer. Vielleicht kommt auch ein Safety Car, dann können wir sowieso Sprit sparen. Ich nehme mal 3,6 Tankrunden mehr mit. Gut, trocken soll es sein. Die Strategie habe ich umgestellt und mehr Sprit mitgenommen. Dann bin ich bereit. Ich hoffe, ich kann mich zusammenreißen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Temperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Gelbe Reifen vor uns und hinter uns. Heute fahren wir gegen Ricardo und Van Dorn. Womöglich taucht Leclerc auf, aber ich sag's mal so. Ricardo und Van Dorn. Gegen wen fahre ich? Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer. Van Dorn und Hülkenberg. Okay. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Trockenreifen passen gerade am besten. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Eigentlich müsste ich es ja wissen, weil wir eine Teambesprechung hatten, aber Status Teamkollege, die Reifen. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Weiche Reifen. Rennstrategie. Du hast 11 Runden, bis sich dein Boxenstopp-Fenster öffnet. So wie es sein soll. Sind uns das Van Dorn? Von Ericsson, wenn ich Ericsson bekomme, wird er ein Problem werden auf den Geraden. Weil auch die besseren Reifen hat für den Anfang. Und die in Q1, in Q3 gefahren sind, die haben rote Reifen. Die werden ganz früh reinkommen. Ja, da bin ich gespannt. Die werden uns auch ärgern, bevor wir reinkommen. Ehe wir reinkommen, sind die ganz vorne schon wieder auf unserer Höhe, also Ferrari und Mercedes. Mal gucken, was die für einen Vorsprung rausfahren können. Währenddessen die auf roten Reifen da ganz vorne wegfahren. Bis so deren Stop, ob die den Boxenstopp rausfahren können. Werden sie nicht schaffen, weil die fahren keine 7 Runden, schätze ich.
So, jetzt bitte hinter Molins einreihen. Ich will nicht zu zweit auf Orosch zufahren. Gut, dann halt doch. Jetzt bitte nicht bremsen. Jetzt sind wir nebendran, aber den besseren Motor. Na, verliert. Da hinten kommt Toros und der ist eingefangen. Da könnte der McLaren sich freuen. Jetzt hat er natürlich die Innenbahn. Ja, da gleich wieder in der nächsten Rechtskurve. Jetzt ist aber hinten. Aber nur für den Moment. Alle gelbe Reifen, das wird ekelhaft werden. Das ist nicht unbedingt eine KI-Kurve, aber er ist innen halt die besseren Reifen. Nicht bremsen. Zum Glück kenne ich die KI schon ganz. Schon etwas. Jetzt fährt der nächste vorbei. Da setzt aber jemand auf. Van Dorn und im Windschatten hängen, das wäre cool, aber der fährt mir hier davon. Ich brauche ein gutes Auto für DRS und so. Hülkenberg ist letzter. Das muss ich erstmal finden. Aber dass es jetzt hart werden wird, das war mir bewusst. Keine Angst, Gasly, ich lasse dich hier nicht vorbei mit meinem Verbremser. Ich muss irgendwie an Van Dorn dranbleiben. Nein, habe ich gerade keinen Super-Duper-Wagen auf der Geraden, wenn man so bauen will. Aber nächste Runde gibt es dann DRS. Die gelben Reifen drauf. So, Van Dorn hat gleich aufgeschlossen, dann wird er eingebremst. Er ist nicht weit weg, aber er wird nicht eingreifen, schätze ich. Der wird dann wieder bei Blanchimar. Nächste Möglichkeit für ihn. Ja, der vierte ist leicht zu niedrig. Das können die aber ihre gelben Reifen alle nicht nutzen. Ich hoffe, das zieht sich durch ihren gesamten ersten Stint, dass die uns nicht groß davon fahren können. Dass keine Gruppe sich irgendwie auffällt, wobei hinter den Haas ist gerade eine Lücke. Wir werden es sehen. Wir setzen auch leicht auf. Jetzt kommen wir ran, das ist gut, das ist wichtig. Jetzt gibt's DRS. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Ich muss jetzt nah genug dran sein. Oh. Das gereicht? Jawohl. Auf meinen Strom aufpassen. Hab nicht mehr viel. Den Anschluss muss ich halten, damit ich hier mit der S nicht bei Stange halten kann. Da setze ich aber lieber mein Benzin ein. Solange die sich im Mittelteil deutlich aufhalten und ich dranbleiben kann. Gut. Gelbe Flagge. Was? Warum? Vor uns, da kommt noch was. Reifenschaden, Mensch, vor uns. Etwas gefasst sein. Gelbe Flaggen werden nicht ohne Grund geschwenkt. Da vorne ist jemand. Da
Keine Ahnung, wer es genau war. Ein dunkler Wagen, womöglich ein Red Bull. Okay, alles klar. Gut, gut gemacht. Schön überholt. Ich hab hier aber andere Sorgen. Strom spare ich, glaube ich. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Langsamer werden und positives für Delta oben. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Ich darf nur eine Sekunde aufholen, 1,4 sogar. Oh, ich darf jetzt deutlich aufholen. Da war ich jetzt zu langsam. Nachdem ich mal kurz zu schnell war. Aber wie ich wieder merke, dass ich auf Sparflamme fahre. Noch immer 1,4 Sekunden aufholen, was ist das denn? Ich darf mal über eine Sekunde aufholen. Nach allem Rennen. Lag ein Reifenteil auf der Strecke, oder wie? Das hat wieder funktioniert. Jetzt habe ich aber keinen DRS. Der kommt eigentlich bei links. Jetzt behindern die sich, dann kann ich hoffentlich für die nächste DRS-Zone mal gut dran sein. Auch die Force India da vorne sind nicht so weit weg, dass ich... Oh, ein rot läufter Magnus. Na klar, da waren Q3. Hat der Nasenschaden oder wie? Fahrer vor mir. Magnus vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 58,5. Das Blöde ist bei der Linkskurve, wenn ich die Innenbahn verteidige, nehme ich automatisch Randstein mit. Und wenn ich den befahre, dann wird es ekelhaft. Das war blöd, aber habe ich zu spät gemerkt. Jetzt Zeit, dass wir den Motor mal ausbauen. Der nächste Toro ist hinter uns. Der Magnus hat Probleme. Achtung. Was? Achtung? Da steht jemand. Oh, ein Sauber auf der Wiese. Grüne Flagge. Links Platz lassen. Oh, sehe ich aber langsam. Was ist denn hier gerade los? Da fährt er rein in die Box. Neben mir ist noch einer. Hat kein DRS, weil virtuelles Safety Car noch gehabt. Ich war zwei weg von denen. Der Magnus hat offensichtlich Probleme. Ein Haas und rote Reifen. Er regst ihn aus dem Rennen. Gab es bestimmt einen Zusammenstoß mit seinem Vordermann. Einfach im Zweikampf. Blanchimont ist nicht neu. Also wenn ich hatte schnuppern wie, aber ich glaube, Brandon Hartley könnte trotzdem ekelhaft werden. Das wird nicht so eindeutig, wie ich es mir gewünscht habe. Schon wieder Flaggen. Hier geht's zu, zwei schon aus dem Rennen. Nico ist aus dem Rennen. Nein! Den Kollege ist schon mal geschlagen. Ich bitte die Anzeige, es kommt. Jeff ist da genauer informiert. Nee, Magnus hat massive Probleme. Vielleicht einen Nasenschaden, auf jeden Fall sitzt er nicht mehr an. Fahrer hinter mir. Magnus hinter dir. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,57,9. Es gab mal eine Zeit, da hat der Herr Renningenieur Nasenschaden bei Wagen angesagt. Leistungsdefizit scheint er auch nicht zu haben. Magnus noch vor Brandon Hartley. Aber Brandon Hartley wird uns eher näher kommen, als dass wir Pierre Gasly näher kommen zum Windschatten und DRS schnuppern. Eine starke Vermutung. Brandon Hartley jetzt vorbei. Dürfen wir uns auf was gefasst machen. Aber auf dieser Strecke praktisch keine Möglichkeiten, irgendwo Strom zu sparen. Überall fährst du schnell. Höchstens noch zu Beginn des zweiten Sektors. Jetzt habe ich mal Freifahrt, weil der Hintermann noch nicht nervt. Ah, das ist ein DS-Fenster, oder? Fahrer hinter mir. HP liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 0,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten,
dass Sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundzeit lag bei 1 Minute 54,5. Erstmal Bescheid. Fahrer vor mir. Gasly vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,4 Sekunden. Du liegst pro Runde um 8 Zehntel zurück. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,52,4. Ich muss irgendwie den Brandon Hartley hinter mir wissen, weil dahinter kommen wieder ein paar Autos. Magnussen ist gar nicht so weit weg von uns, aber ist erstmal kein Thema mehr. Für den Moment. Knapp 2 Zehntel schneller als meine bisherige Bestzeit. Uiuiui. Wird echt Zeit, dass wir den Antrieb mal verbessern. Links. Jetzt auf der Geraden oben werde ich wieder Strom geben. Und auch schon vorher, boah, vor Orange. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 10,8 Sekunden. Da war jemand drin, hat gar nicht geschaut, wer. Anderer Winkel bitte. Für diese Kombination. Die Rotbereiften fahren hoffentlich 2 Stops. Allesamt. So, Hartley ist wieder dran für die nächste Gerade, die gleich nach der Linkskurve kommt. Okay, ist soweit weg. Also Hartley ist bisher ein ganz angenehmer Hintermann. Hätte schlimmer sein können. Er ist ein Ticken näher dran als letzte Runde. Meine ich. Deswegen schalte ich runter. So, ich mach's wieder links. Ordne ich mich ein, rechts kann er ansetzen, macht aber nicht, aber ich vertue mich hier etwas. Die nächste Gerade wird sehr spannend. Verstappen vor uns, Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 16,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ah, Randstein, scheiße. Da bekommt er uns jetzt. Ich bleib links. Na? Die Kurve gehört ihm, die nächste meine, aber dann gehört die wieder ihm, die Rechtskurve. Der Ocon fährt auch durch, den sehen wir nicht wieder drin. Vor mir. Ocon vor dir. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 4,8. Hinter uns kann schon auch mit weißen Reifen, der fährt auch durch. Wenn Magnussen schon mal nicht in die Punkte fährt, hoffe ich, kann ich irgendwie noch Punkte abgreifen. Schon wieder vorbeikommen. Der hat seinen Stop schon hinter sich. Ich lasse ihn vorbei, gehe ich nichts ein.
Du solltest doch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit den Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Auf Biegen und Brechen mich gegen ihn behaupten. Da habe ich schon etwas gelernt in der Saison. Wird ja auch mal Zeit. Wenn Hartley davon auffällt, kann ich vielleicht irgendwie mitschwimmen, das wäre schön. Gerade hält er nämlich auf. Beachtlich, aber die böse Gerade kommt jetzt noch. Und daher setzt er sich jetzt zum ersten Mal gegen Ocon zur Wehr. Perez ist zu nah dran. Ich bin zu weit weg von Grosjean. Ja, doch, es wird gerade gut. Ja, da bleibt er hinten. Brandon Hartley musste Ocon vorbeilassen. Aber grundsätzlich finde ich die KI so toll, dass die jetzt auch konsequent vorbeifahren können, was ich schon weiß. Ich mache rechts zu. Jetzt bremst er hier vielleicht noch, deswegen habe ich jetzt auch mal mehr gebremst. Ich hatte Angst, dass er in die Eisen geht, weil er die Kurve nicht ganz bekommt und ich dann hinten drauf rasse. Jetzt kommt hinten gerade niemand mehr. Mann, Dorn auf roten Reifen. Fahrer hinter mir. Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Grosjean. Und niemand. Fahrer hinter mir. Van Dorn hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 18,3 Sekunden. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 52,0. Pierre Gasly auf gelben. Also wir sind nicht der Einzige auf der Strategie. Weiß und gelb. Hat nämlich gerade schon Angst, nachdem ich so viele mit roten und jetzt mit weißen gesehen habe. Dass ich doch etwas zu hart gegangen bin mit meiner Reifenauswahl. Sprich, dass weiß und gelb zu hart ist. Dass rot und weiß doch wunderbar geht. Dass Perez gerade nicht so schnell ist, wie ich gedacht hätte. Frische weiße Reifen und ein Top-Auto. Ich werde Ende Runde 11 reinkommen. Werde gleich mal auf die Reifen schauen. Kann sich aber jetzt nicht verkehrt fahren, wie ich finde. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Sie sehen ziemlich gut aus, sind aber auch weiße Reifen, aber ich komme Ende Runde 11 rein. Jetzt mal etwas verballern. Was war Platz 15 nach dem Stop gerade angesehen? Da kommt Brandon Hartley rein. Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,9 Sekunden. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 6,4 Sekunden. Die Gelben halten schon die eine Runde. Wieder mit der Ausfahrt aus Stavlo werde ich auf Fett gehen. Ja, wobei, Jäger.
Am Ende ärgert es mich, wenn ich ein Zehntel zu langsam war. Er ist jetzt gerade an der Gruppe dran, aber er ist halt echt nicht groß davon gefahren. Hätte ich echt schlimmer vorgestellt. Hätte ich mir echt schlimmer vorgestellt. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Die kommen zwar sowieso raus, aber sind sie schon mal vorgewarnt. Brandon Hartley kommt bestimmt vorbei. Gasly kommt vorbei. Auf weißen Reifen. Dann kommen McLaren rein. Los, los, los! Aus wie eine gelbe Boxencrew, aber die haben wir gerade angestarrt. Damit haben wir unsere Strategie durch. Musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Von Magnussen, der auf weißen. Fahrer hinter mir. Magnussen liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 15,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1,51,8. Weit, weit weg von den Punkten. Und so viele halten sich davon auch nicht auf. Zwei Autos, die wir auf der Streckenkarte sehen. Oh oh. Aber wer weiß, was das Rennen noch parat hält. Wenn jetzt noch ein Safety Car rauskommt, dann schließen wir komplett auf und haben die besseren Reifen. Dass unser Wagen hier nicht so gut geht, das ist uns bewusst. Wäre ich auf Platz 7 losgefahren, auf roten Reifen, wäre es mir auch nicht anders ergangen als mit dieser Variante. Durchgereicht werden, weil hinten Autos ankommen, die A schneller sind und B Windschatten und C DRS haben. Vielleicht wäre ich jetzt ein Stück weiter vorne. Ich bin das hier bewusst gegangen und finde die Entscheidung nicht komplett falsch. Richtig weiß ich noch nicht, das werde ich am Ende sehen, ob ich Punkte hole oder nicht. Jetzt zu sehen, dass Magnussen kein Thema mehr wird. Immerhin fährt er auf weißen Reifen, also er sollte nicht ins DRS-Fenster kommen. Fahrer vor mir. Hartley vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 52,2. Magnussen hält gut Schritt. Vielleicht haben sie in die Nase gewechselt. Wer weiß, was da das Problem war im ersten Stint. Aber Punkte sieht er auch nicht so einfach. So weniger. Ich werde jetzt vorzugsweise von Benzin zehren, das wir noch über haben. Beträgt 1,5 Sekunden.
drei Wagen vor uns. Und vielleicht steht noch einer von ganz vorne aus. Wir sind bereit. Falls was ist. Fahrer vor mir. Hartley liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1,52,2. Zeit letzte Runde. Die letzte Runde lag bei 1 Minute 51,1. 1,1 Sekunde schneller und der ist auch gleich im Verkehr. Aber fett kann ich nicht bis Runden, bis Rennende gehen. Ich kann Magnussen gerade so auf Distanz halten. Wenn erstmal das Benzingemisch wegfällt, kommt er ran. An Leclerc ist gerade gar nicht zu denken. Naja, Spa-Monster werden halt schwierige Rennen. Aber auch da kann man durchaus was holen. Man muss nur lauern. Ja, groß sparen kannst du hier aber auf dieser Strecke nicht. Das sollte ich lassen. Drei Autos, die mir näher kommen, wären noch keine Punkte. Jetzt können wir Brandon Hartley so langsam sehen. Schalte ich um. Ich muss jetzt eine Reserve anlegen für, falls wir rankommen. Damit wir auch vorbeifahren können. Nur gute Reifen lässt uns nicht vorbeifahren. Zumal die auch immer älter werden. Gerade 13 schneller als meine persönliche Bestzeit. Gebe ich jetzt auch nur noch Ausgangs-Dablo und Lassos. Wenn es nicht zum Zweikampf kommt. Da habe ich gedacht, ich wäre auf dem Sprit. Nein. Zum Glück habe ich es im Augenwinkel wahrgenommen. Dürfen wir mal angreifen. Zumindest bahnt sich da was an und ja. Frau Pierre Gasly ist niemand mehr. Den wir nahe kommen könnten unter normalen Umständen. So, Strom wird gespart, falls ich wirklich ganz nah dran bin. Magnus muss gerade etwas streifen lassen. Status Konkurrent. Charles ist momentan auf P6, sechster Platz. Der Abstand beträgt 30,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Letzte Rundenzeit lag bei 1,50,9. Ja, 1,50,9. Das ist gut. Auf weißen, ja. Aber schön, dass die KI hier zu passen scheint. Leider kann ich an Hülkenberg nicht genau ablesen, wo wir stehen. Aber ich scheine sie hier ganz gut getroffen zu haben. So viele Rennen waren sie bisher nicht. Monaco, Frankreich und jetzt hier Belgien, wo die KI
meiner Meinung nach genau gepasst hat, oder? Ja. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Mehr oder weniger schon gepasst hat, ja. Silverstone würde ich vielleicht auch noch dazu ziehen, wobei der direkte Vergleich mit Hülkenberg. Ja. Ich denke, Silverstone kann ich vielleicht auch noch hinzuzählen, aber mal schauen. Jetzt habe ich erstmal Spa noch vor der Nase. Sprit noch über eine Tankrunde. Wir fahren ja noch 6 Runden. Magnussen schickt sich nicht an. Der bleibt auf jetzt konstanten Abstand im Vergleich zur letzten Runde. So, mit Augenmaß. Status Konkurrent. Charles ist momentan auf P6, 6. Platz. Der Abstand beträgt 29,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 51,5. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,2 Sekunden. Stimmt, jetzt würde ich auch meinen, ich kann Magnussen mit Standardbenzin hinter mir halten. So, Brent Hartley kommt näher und näher. Bekommen wir schon bei Camel DRS. Vor uns liegt aber Hartley und davor liegt ein Williams. Der etwas abgehauene Gasly, der kommt uns noch näher. Ja, bei Last Force ist er gerade. Könnten wir vielleicht noch bekommen, wenn er jetzt Probleme hat. Der Abstand ist zu groß für DS. Brandon Hartley ist im DS-Fenster von seinem Vordermann. Der Strom ist noch beileibe nicht auf Anschlag. Ist in etwa genau richtig für das hoffentlich baldige Überholmanöver. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Magnussen hat gefühlt wieder ein klein wenig verloren. Fahrer hinter mir. Magnussen hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,7 Sekunden. Jo. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 10 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,51,2. So, jetzt halten die beiden sich auf. Und das nächste DS-Fenster, das bekommen wir. Da schlüpfen wir rein. Bei Blanchimont werde ich nicht einsetzen, dafür habe ich zu wenig Überschuss. Und Brandon Hartley hat eben seinen Vordermann als Windschatten. Das würde nicht gut gehen. Bei der Schikane werden sie sich auch aufhalten. Insofern spare ich jetzt mal etwas Sprit. Halten Abstand, damit ich gut hier durch die Kurven, vor allem durch die Schikane, ankomme. Dann können wir Ausgang des Tours mal was wagen. Ansonsten kommt Magnussen wieder näher. Pierre Gasly kommt uns deutlich näher. Da Brandon Hartley im Windschatten fährt, muss ich ja volle Kanne gehen. Auf diesem Stück. Und er fährt uns etwas davon, weil er besseren Windschatten hat. Mist. Ja, da kommt Magnussen wieder ran. Gut, ein Problem weniger. Keine Autos mehr, die direkt hintereinander fahren. Damit wird Brandon Hartley. Okay, alles klar. Ja,
Ich muss sehen, dass er nicht bald an Pierre Gasly dran ist, dann hat er hier wieder Windschatten. Ein großes Problem, dass die sich gegenseitig Windschatten geben, ist schon mal weg. Ich glaube, Brandon Hartley wird eher Gasly erreichen als ich ihn. Waren doch noch ein Rennen. War das mit Sirotkin Zusammenstoß? Oder das war die Mechanik? Wir werden es wohl in der Vorfallsliste sehen. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,1 Sekunden. Also, bei Kimmel wird er kein DS haben von seinem Teamkollegen. Ich muss da jetzt ran für Kimmel. Ansonsten wird es schwierig, noch beide zu bekommen. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Diese Runde muss das was werden, ansonsten ist Brandon Hartley dem Gasly zu nah dran. Man merkt deutlich, dass er keinen Windschatten mehr hat. Der Abstand ist gut für den Rechtsknick gleich und dann ansetzen. Weit und breit nichts vor Pierre Gasly. Leclerc und die anderen, Platz 6 und so, die werden wohl zusammenfahren. Jetzt darf aber auch Brandon Hartley nicht wieder vorbei. Hatte ein Problem mit seinem Auto. Ich werde ihn jetzt nicht bekommen, deswegen schalte ich nicht auf Fett. Ich werde ansonsten zu nah dran sein bei der Bus-Stop-Schikane, schätze ich. Überholen kann ich nicht, dafür bin ich zu weit weg. Ranfahren. Diesmal lass es besser nehmen als gegen Hartley. Weiter weg, aber er sollte ja Leistungsprobleme haben. Gut, soll jetzt abhauen. Gasly ist noch zwischen uns und Hartley. Das müssen wir jetzt nutzen. Ja, und das ist unsere vorletzte Runde. 0,6 Tankrunde, ne? Vier Autos da rechts neben uns auf der Streckenkarte, habt ihr das gesehen? Ich glaube, die beiden Williams sind die beiden McLaren. Beträgt 25,1 Sekunden. Pierre Gasly immer noch hinter uns, der Abschluss ist gerade gut. Werden wohl keine Punkte werden, aber es war ein gutes Rennen. Ich habe mich aus dem Gröbsten rausgehalten in den Zweikämpfen. Weiter gelernt, weiter Erfahrung gesammelt. Das wird uns in Zukunft helfen. Es war keine Punkte, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir hier die Mehrzahl mitnehmen. Gehofft schon, aber... Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Aber daraus wurde nichts.
war Pierre Gasly immer noch hinter uns. Immer noch, und Magnussen ist dran. Brandon Hartley jetzt hinter uns. Aber Pierre Gasly wird in den letzten beiden Runden zurückgereicht. Wie schön man gerade das Hochschalten an der Mauer gehört hat, als wir daneben gefahren sind, nebenher gefahren sind und hochgeschaltet haben. Wir müssen für nächstes Jahr aufrüsten beim Antrieb. Wir sind schon drauf und dran. Als nächstes wird noch weiter das Chassis verbessert und auf dem Antrieb sowieso 7000 Ressourcenpunkte nebenbei sparen. Das kriegen wir hin. Ich brauche jetzt nicht noch Teil abnutzen. Der Platz sollte mir gesichert sein. Nur der 11. Platz, aber war ein tolles Rennen. Hat mir gefallen. So das Maximum rausgeholt. Ah, das waren McLaren. Williams unten, das versehen wir vor uns. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Auf der Streckenkarte. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfahrer. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Während ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Ich würde sagen Brandon Hartley. Das war vielleicht eines seiner besten Rennen in dieser Saison. Wirklich sehr beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Oder war das vielleicht doch ein Force India, Haas und McLaren da vor uns auf der Streckenkarte, weil die sind ja zusammengefahren? Egal. Wichtig ist, dass McLaren nur einen Punkt mehr geholt hat als wir. Und ich bin mir ganz sicher, mit einer anderen Rennstrategie, also erst gelb, dann weiß, hätte ich auch keine fast 30 Sekunden auf meinen Vordermann aufgeholt. Die waren einfach schneller auf eine Runde gesehen. Wir müssen nachrüsten. Stark, also Leclerc nicht so viele Plätze nach vorne gekommen wie Brandon Hartley, aber 6. Platz, 8 Punkte, das ist spitze. Und Force India wieder konstant gut gepunktet. Grosjean immerhin noch 2 Zähler für Haas mitgenommen. Aber fangen wir vorne an. Hamilton, wichtig für die WM. Dann Kimi, Bottas, Verstappen und dann erst Vettel. Ein Riesenrückstand. Vor allem auf seinen Teamkollegen. Da war irgendwas. Vielleicht die ganze Zeit mit einem angeschlagenen Flügel herumgefahren. Aber eben nicht gewechselt. Könnte sein. Dann eben Leclerc, Ocon, Perez, Grosjean. Alonso wir, undankbarer 11. Platz, aber bin mit meinem Rennen zufrieden. Also so langsam bekomme ich endlich die Kurve. Ja, für meinen Geschmack etwas spät, aber besser spät als nie in Sachen Zweikämpfen. Was wie gehen und
Wo musst du zurückstecken? Wo bist du einfach chancenlos zurzeit? Es wird immer besser und die Karriere ist ja noch lang. Ganz, ganz lang. Und die KI-Fahrerstufe hat gepasst. Schön. War ein tolles Rennwochenende, so gesehen. Auch wenn keine Punkte dabei herausgekommen sind. Brandon Hartley, Magnussen auf der 13, dann Pierre Gasly. Die beiden Toro Rosso sind gut nach vorne gekommen. Stroll auf der 15, Sirotkin auf der 16, Ricciardo. Ich schätze mal, der dunkle Wagen zu Beginn, das war Ricciardo. Mit dem Wohlreifenschaden. Van Dorn ausgeschieden, Hülkenberg und Ericsson. So, Totalschaden oder Mechanik bei den Einzelnen? Ich sehe da schon mal einen Totalschaden bei Ericsson. Einiges in Runde 1 und einiges in Runde 3. Das war wegen des Reifenschadens, Ricciardo. Hülkenberg, Kollision. Ah, die Mechanik, aber bei Van Dorn war es ein Totalschaden. Schade, dass der so weit hinten liegt. Stop and go, schwere Kollision mit Van Dorn. Dass er so spät ausgeschieden ist, Runde 19, das dauert über eine halbe Stunde, bis ich da hingekommen bin mit der Wiederholung. Codemasters, mach da bitte was, dass ich von Runde zu Runde springen kann. Dass ich gleich sagen kann, springe zu Runde 19. Oder viel schneller vorspulen. Wie bei F1 2017. Runde 23, das war dann schon wieder nach dem Rennen. Und ein was wollte ich noch gucken, aber da wollte ich nicht rausgehen. Und zwar, wer ist auf Roten gefahren? Die sind in den Top 10 gestartet, der eben auch der Magnussen. Die Roten wurden nur genommen, wenn man klar in Q3 war. Leclerc ist von der 11 außen rangegangen. Da sieht man mal. Gelbe Reifen, weiße Reifen, Ein-Stop-Strategie und eben nicht die Roten. Und einen sehr guten Wagen auf dieser Strecke. Schon geht's bis auf die 6 vor. Er hat beide Force India bekommen. Gleiche Anzahl an Stops und ich schätze mal, die hatten keine großartigen Probleme. Und Leclerc liegt 3 Sekunden vor Ocon. Fühle ich mich mit meiner Strategie auch bestätigt. Bloß unser Wagen war einfach nicht schnell genug. Leclerc fährt damit an uns vorbei. 3 Punkte liegt da vor uns, aber wir liegen noch vor Sauber. Wobei, wie viele Punkte hat Ericsson? Könnte knapp werden. Nur 1 Punkt weniger als Hülkenberg, damit ist Sauber an uns vorbei. Keine einzige Verschiebung, außer eben, na doch, da vorne Hamilton an Kimi vorbei. Und Sauber an uns vorbei. Also McLaren wird schwierig, 24 Punkte haben wir Vorsprung. 2 Punkte Rückstand auf Sauber. Aber jetzt haben wir auch bald die Antriebsabteilungseffizienz. Und wir bauen weiterhin das Chassis aus. Jetzt können wir ja auch mehrere Teile gleichzeitig entwickeln. Das geht voran, der Abstand wird geringer werden zu den vor uns liegenden. Wenn unsere Einzelergebnisse, ich und Hülkenberg, werden die stimmen. Mich wurmt schon ein klein wenig, dass ich nicht sehen werde, was mit dem anderen Totalschaden war. Aber das, was es hier zu sehen gibt, das ist nicht verkehrt. Das kann ich schon mal sagen. Also, Start aus der Sicht von Ericsson. Will gar nicht wissen, wo er gelandet wäre, wenn er sein Rennen beendet hätte. Auf Ericsson wieder aufgeschlossen, auf weißen Reifen. Rouge kommt. Wir leicht vorne. Ericsson etwas härter und ich steckte lieber zurück. Das Rennen kann so schnell zu Ende sein. Und wir sind ja auch wieder zurückgekommen. Diesmal von links. Waren wir sogar schneller. Aber anbremsen, er sitzt innen bei der Rechtskurve. Geht nicht so gut. Aber ich kam beim Ausgang der nächsten Rechtskurve zu weit nach außen ins Kies, hat mich gebremst und Ericsson macht das knallhart, ohne in mich reinzufahren, zieht vorbei und hält auch seine Position. Super, freut mich, tolle KI. Van Dorn. Ich bin zu weit rausgekommen, er kann den Schwung mitnehmen und fährt vor der schnellen Linkskurve vorbei und dann nochmal aus der Sicht von Pierre Gasly, denn es kommt gleich nochmal eine Stelle, die will ich auch nochmal erwähnen, da erkennt man sofort den Unterschied zwischen der 2017er und 2018er KI, nehme ich jetzt bei der nächsten Rechtskurve. Wie da Pierre Gasly eintaucht, wie er da versucht zu überholen. Das finde ich super.
Reifenschaden bei Daniel Ricciardo. Er hat da Probleme, den Wagen zu fangen, ohne Fremdeinwirkung, einfach auf dem Randstein, kein Hinterreifen mehr und es ist dieser Reifenbug, den wir schon aus F1 2017 kennen. Also der Reifen da hinten bewegt sich nicht so, wie er soll, der kaputte. Da gibt es sogar eine Berührung und schaut mal, wie die KI da einfach Funken schlägt. Wo unser Wagen so weit oben ist, sieht man jetzt, schlagen bloß die beiden Toro Rosso Funken, sind wir davon gänzlich befreit. Also nicht gänzlich, aber überwiegend. Ein Williams. Und die Aktion, muss ich sagen, erinnert mich an Danny Ricciardos uns Aufhängungsschadenaktion in Ungarn. Ist genauso blöd, zieht er in der Kurve noch nach rechts. Und das hier ist der Grund, warum Kevin Magnussen so seine Probleme hatte. Er hat sich die Nase direkt in Kurve 1 angefahren und hat eben diesen Schaden nicht mehr behoben. So, Ausfall Ericsson. Zusammentreffen mit Van Dorn? Ja, irgendwie schon, aber da war Danny Ricciardo im Spiel. Das sieht heftig aus. Blaschima und dann mit über 300 Sachen rast er dem Danny Ricciardo hinten drauf. Und das Schlimme ist, Danny Ricciardo kann weiterfahren. Der hat ein Steinauto. Er hält unsere Begegnung in Ungarn praktisch aus. Hier sieht man es nochmal. Über 300 Sachen. Und seine Hinterradaufhängung hält auch diesem hier stand. Also es ist wirklich unfassbar. Unglaublich. Also, Codemasters sollte da irgendwas machen. Und mit den Schäden noch etwas genauer sein. Wenn ich dran denke, mein Wagen war zum Beispiel in Kanada bei der Rückblende nicht wirklich kaputt, hätte aber kaputt gehen müssen bei der Geschwindigkeit, dann bitte ich doch darum, dass entsprechend die Radaufhängung einknickt. Und so auch hier. Wobei, hier ist es eben noch schlimmer. Bei über 300 Sachen kann der Vordermann weiterfahren. Wenn man sich gar keine weiteren Gedanken mehr macht. Ja, aber was ich auch nicht verstehe, warum Magnussen sich die Nase nicht hat wechseln lassen. Schlimmer hätte es gar nicht kommen können. Die paar Sekunden Nasenwechsel, ja. Nimmst den Kauf dafür, falls zum Beispiel noch ein Safety Car kommt, bist du dann in einer guten Position, um selbst mit einem tollen Haas anzugreifen. Finde ich verschenkt. Ich hätte ja zum Beispiel auch... Na gut, wäre der Reifenwechsel nicht gewesen von Inters auf Trockenreifen, hätte ich ja zum Beispiel auch das Rennen in Deutschland zu Ende fahren können. Aber Magnussen hätte einfach die Reifen wechseln sollen. Und falls ihr hier gerade schaut, ich rede jetzt vielleicht etwas länger im Nachwort, könnt ihr vielleicht hier nochmal sehen, das Vergleichen, wie sieht der Funkenschlag bei uns und bei der KI aus. Also man sollte den Wagen so hochstellen, dass man keine Probleme mehr in den schnellen Kurven hat. Aber man sollte es vielleicht auch nicht übertreiben. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch bei einer Setup-Frage mitgeben kann. Aber noch was anderes, Rennstrategie. Da ich Charles Leclerc gesehen habe und unser Abstand zum Vordermann, bin ich mir ganz sicher, ich bin da keine falsche Rennstrategie eingegangen. Ich finde es aber auch schade, muss ich sagen, dass ich kann es jetzt als virtueller Fahrer den echten Fahrern etwas nachvollziehen, dass man nicht in Q3 kommen will, dass man die freie Reifenwahl hat. Denn wenn man so seine Nachteile eben mit den festgelegten Reifen hat, dann macht man es vielleicht nicht aus Überzeugung. Dann finde ich es aber auch schade für den Zuschauer. Es sollten eigentlich alle Autos so schnell es geht und so lange es geht im Qualifying fahren, um den bestmöglichen Startplatz rauszufahren. Also ich finde die Reifenregel, da es ja auch in der echten Formel 1 mehr und mehr Thema wird, sollte man das mit den frischen Reifen lassen. Jeder sollte die Reifen aufziehen können, die er einfach will. Einfach mal so einen Raum geworfen. Aber bin mal gespannt, wie ich das in Monza sehe. Wird ein ähnlich schwieriges Rennen. Aber bis dahin sind noch ein paar Minuten hier und dann ja. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind zufrieden? Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Ja, das lag an den gelben Reifen. Fantastisch, großartig würde ich nicht sagen. Es war ein solides Rennen. Zufriedenstellend auf jeden Fall. Wenn es um die reine Leistung geht, kann niemand mit uns mithalten. Genau. Es ist ganz einfach, wenn der Wagen sich so gut steuern lässt. Kann man sagen, ja, der Wagen hat sich gut steuern lassen, aber der Antrieb war nicht schnell genug. Unsere Ingenieure
haben mit dem Triebwerk fantastische Arbeit geleistet. Nee, aber können sie auch gar nicht, weil wir denen keine Ressourcenpunkte spendiert haben. Niemand anderes schien so viel Grip zu haben wie wir. Nö, der Wagen hat sich einfach gut steuern lassen. Ziemlich allgemein. Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Nein, der Wagen hat sich gut steuern lassen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, um ehrlich zu sein. Der Wagen schien nicht genug Abtrieb zu haben. Der Wagen fühlte sich in den Kurven zu schwer an. Nee, alles nix. Nö. Tja, trotzdem danke. Dischön. So, wir müssen mindestens noch ein was entwickeln, damit wir die Woche mitnehmen von Spa zu Monza. Charles Leclerc holt 4 Punkte, wir 2. Gleichstand. Hülkenberg ist früh ausgeschieden, er ist straffrei geblieben. Wir nehmen ihm 4 Punkte ab, das heißt Duell gewonnen. Nee, wir nehmen ihm 3 Punkte ab, wir holen 4. Und er holt 1. Prozent saubere Runden. Der Rennbonus könnte besser sein. 8250 Rivalitätspunkte. Ich schaue gerade gar nicht wirklich auf die Teams, weil aber eh keinen Anreiz zum Wechseln. Bei uns Was geht die Entwicklung. Ein enttäuschendes Ergebnis. Das war ein hartes Wochenende. Bei uns geht die Entwicklung bald so langsam richtig los. So, wie gesagt, bevor wir zum nächsten Rennwochenende gehen, müssen wir noch Teile verbessern. Unser Wert. Fahrerdetails. Auch nochmal kurz drauf geschaut, einfach nur, damit ich es mal im Bild hatte. Und jetzt hier. Kostet echt nicht viel. Also hier oben, das wäre die Gewichtsreduktion. Das werde ich... wann mache ich das denn? Es dauert nur eine Woche, das mache ich nicht zum Saisonende. Zum Saisonende werde ich hier stellen und dann das machen. Reifenabnutzung, Reifenabnutzung. Wie viele Teile können wir gleichzeitig? 2, oder? Laut Vertrag. Verträge. 2 Upgrades pro Abteilung. Okay. Damit lässt sich arbeiten mit der Info. Die Gewichtsumverteilung nochmal. Oder Reifenabnutzung. Oder Bremsen verbessern. Was steht denn da? Ein überarbeiteter Bremssattel aus Aluminium. Lithiumlegierung bietet zusätzliche Stabilität, um stärkeren Bremsdruck auszuhalten. Heißt, unsere Bremswirkung wird verbessert, oder wie? Würde ich mal stark annehmen. Ja, werden wir irgendwann schon machen. Ob ich es jetzt mache, weiß ich noch nicht. Gewichtsumverteilung. Dauert auch eine Woche, kostet natürlich gar nichts. Praktisch gesehen, gar nichts. Reifenabnutzung würde ich schon eher machen wollen. Und dann gleichzeitig Gewichtsreduktion. Was haben wir hier oben? Nochmal die Bremsen. Weniger Gewicht oder besseren Bremsdruck, okay. Könnte auch sein, dass die Bremsen leichter werden. Aber da steht Bremsdruck. Dann werde ich wohl Reifenabnutzung machen und... Gewichtsumverteilung nochmal. Die Position des Tanks kann in einen zentraleren Bereich des Autos verlagert werden. Wodurch der Einfluss des Kraftstoffvorrats auf das Handling besser berechnet werden kann. Das werde ich machen, kostet echt nicht viel. Dafür haben wir gesorgt. Und die Reifenabnutzung. Neu designte Felgen leiten Hitze besser ab. Was den thermischen Abbau der Reifen
Oberfläche. Ich überlege gerade, will ich da was anderes machen? Nee, ich denke nicht. Der Reifenoberfläche hemmt und so für weniger Reifenabnutzung sorgt. Die beiden Sachen machen wir. In Italien dann fertig, wenn alles klar geht. Und so auch das hier. Eine Woche. Wo stehen wir denn dann? Ist ja eine kleine Verbesserung. Kein großer Sprung. Gut, hoffentlich schlägt das nicht fair. Das werden wir gleich sehen. Und da sind wir mal gespannt. Und dann heißt es weiterhin nebenbei sparen für die Abteilungseffizienz Antrieb. Also nochmal einen Blick hierauf. Und dann geht's weiter. Ah, nee, Teile einbauen, das mache ich jetzt noch. Haha, noch dran gedacht. Monster, da brauchen wir schon was. Nicht ganz altes, aber die Dinger fahren wir schon seit längerem. Die nicht ganz alten. Nochmal. Immerhin haben wir hier von 5. Der Großteil der Saison ist schon vorbei. Dann kann es gut sein, dass wir für den Rest der Saison dieses Teil 4 nur noch im freien Training fahren. Dann hier nochmal frisch fürs Rennen. Das wäre halt neu und das leicht angeritzt. Ich mach's mal, wenn's knapp wird, kann ich ja immer noch mal bei einer Strecke. Keine Ahnung wann, kann ich das nochmal verwenden. Vielleicht. Gut, dann lassen wir das drin. Der Energiespeicher kommt auf jeden Fall halt der 50er rein. Paar 50er. 51er, wenn schon genau. Dann das nicht. Turbolader. Ja, der passt auf jeden Fall noch. Gut. Rennwochenende 4 hat das Getriebe hinter sich. Und das haben wir erst noch eingebaut, das Trainingsgetriebe. Gut. Zum nächsten Rennwochenende. Genau. KI-Fahrerstufe muss sich an sich nicht ändern, aber ich gucke hier nochmal rein. 91, wie in Saison 5 von F1 2017. 50 und komplett. Ausgewogen steht auch drin. Machen wir so. So, bitte, Karl, keine Hiobsbotschaften. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber leider haben die es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Am besten gibst du am Arbeitsplatz an, was neu entwickelt werden soll. Super. Ach, Mann, oh. Na, hier will ich ja nicht groß gucken. Zum Glück ist hier bloß die Wochenendreifenaufteilung. Das Wetter, das schauen wir uns ich erst im Freien Training an. Ich habe ein paar Kontakte zu Williams geknüpft. Du nervst immer. Sie denken, deine Einstellung und deine Ergebnisse würden gut zu ihnen passen. Wenn du Interesse hast, könnten wir bei der nächsten Vertragserneuerung sehen, was sie uns für ein Angebot machen. Also Reifenabnutzung hat hingehauen, aber nicht Gewichtsumverteilung. Der Tank will noch nicht woanders hin. Force India und Haas liegen vor uns. Haas auf der 4 sauber hinter uns, dann McLaren. Oh, Toro Rosso ist jetzt laut Leistungsdatenblatt auf dem letzten Platz. Das dauert 2 Wochen, ne? Jo. Das anzuschieben dauert nochmal wie lange? 142. Können wir machen. Wir wollen ja hier bald was Größeres haben. Will ich das jetzt schon anschieben? Was könnte ich machen? Ich habe 2 Möglichkeiten. Also, fürs nächste Rennwochenende kann ich dann hier wieder machen und dann eben das. Oder ich mache was komplett anderes. Das können wir dann auch schon machen, weil wir hier jetzt schon weitergekommen sind. Da ist eine Verbindung. Gewichtsreduktion gleich mal größer. Das überlege ich mir noch. Wir haben ja noch ein gutes Rennwochenende. Zeit. Abstand. Wir verlieren Boden. Gut, das war's dann erstmal. Monster wird ähnlich schwierig wie Spa. Dann erst wieder in Singapur eine Möglichkeit ergreifen, wobei das nicht meine Strecke ist. Aber lassen wir es einfach mal auf uns zukommen.
Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.